Der Angriff kommt durch die Hintertür. Ernst Wolf. Der Plan im Hintergrund ist eben die absolute und totale Kontrolle. Dass der normale Mensch bis zu einem gewissen Punkt mitmacht, aber nur bis zu dem Punkt, wo er plötzlich dann merkt, dass ihm Fesseln angelegt werden. Die menschliche Natur ist einfach nicht so, dass die sich mit diesen Fesseln dann irgendwie zufrieden gibt, sondern die fängt dann an, diese Fesseln zu zerreißen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns jetzt ein neues Video rein, welches heißt, der Angriff kommt durch die Hintertür. Ernst Wolf. Ernst it in, man, Alter, gib mir die Ernst-Vibes. Ich bin gespannt, was er erzählt. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert diesen Kanal. Peter geht los, würde ich sagen. Und los. Und zwar wird dann keine Blockchain mehr sicher sein. Die werden in der Lage sein, alles das, was bisher als sicher galt, zu entschlüsseln. Also das sind zwei Durchbrüche, die sind so gigantisch, dass man da also befürchten muss, dass diese Quantencomputer ganz schnell mit ins Spiel kommen. Am 22. Februar hat der Börsenwert von Nvidia um 277 Milliarden an einem Tag zugenommen. Das What the fuck? Der Börsenwert von Coca-Cola. Coca-Cola hat dafür 140 Jahre gebraucht. Der Plan. Boah, Digga. Hintergrund ist eben die absolute und totale Kontrolle. Dass der normale Mensch bis zu einem gewissen Punkt mitmacht, aber nur bis zu dem Punkt, wo er plötzlich dann merkt, dass ihm Fesseln angelegt werden. Die menschliche Natur ist einfach nicht so, dass die sich mit diesen Fesseln dann irgendwie zufrieden gibt, sondern die fängt dann an, diese Fesseln zu zerreißen. Welche Gefahren aus den Bereichen, die dann eben ins Privatleben mit reingehen, ins Berufliche? Das mit dem Blockchain-Thema, das ist schon ein wichtiges Thema irgendwie, weil ich sag auch, dass Krypto auf jeden Fall eine Riesenchance ist für uns, um auch freier Überweisungen zu tätigen, Dinge zu kaufen, die nicht alle überwacht werden können, kontrolliert werden können. Und natürlich auch ein Tool, viele machen auch Geld mit Krypto, da ist schon viel Potenzial auf jeden Fall im Markt. Aber ich frag mich auch, weil es ja alles digital ist, ob nicht irgendwann die Regierung auch das Ding irgendwie hacken kann. Den Algorithmus irgendwie knacken kann, sich da irgendwie mit rein involvieren kann und dann da auch wieder Kontrolle drüber übernehmen kann, so weißt du? Ich glaube schon auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Ich glaube, das ist nicht safe, safe. Also das ist das, was ich nur glaube, keine Ahnung, ich kenne mich da technisch nicht so krass mit aus. Mit reingehen, siehst du denn noch? Wir haben ja momentan eine extreme Entwicklung auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Leon, EM läuft, EM ist wie Corona. Ach so, ja, stimmt. Viel Spaß beim EM gucken, ich liebe euch. Du hast da von einem Frankenstein-Moment gesprochen, wenn ich mich erinnere. Ja, genau. Ja, also da stehen wir wirklich im Moment am Rande des Abgrunds, weil die künstliche Intelligenz also tatsächlich ein Ausmaß erlangt hat, das man sich so nie hätte vorstellen können. Also wir haben erlebt, dass jetzt im März ein IQ-Test mit ChatGPT vollzogen wurde. ChatGPT mit 155 Punkten abgeschossen hat. Crazy. Aber da abgeschnitten hat. Also, aber das ist noch nicht das Gefährlichste, sondern das Gefährlichste daran ist, dass im Moment das Potenzial der KI sich alle 18 Monate verdoppelt. Das heißt dann, dass wir es in 18 Monaten mit 2 Einsteins zu tun haben, in 3 Jahren mit 4 Einsteins, in 4,5 Jahren mit 8 Einsteins und dann im Schlüsseljahr 2030 mit 16 Einsteins. Also da wird kein Mensch mehr mitkommen mit dieser künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich unglaublich gefährlich. Und wie stark das gerade die großen Investoren anzieht, das sehen wir im Moment an dem 16 Einsteins, Digga. Dann geht's los, meine lieben Freunde. Ich bin gespannt, wie die Welt dann quasi auch aussieht, wenn wir so weit gekommen sind. Und ja, die Entwicklung ist extrem schnell. Extrem, extrem schnell. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was da noch so alles auf uns zukommt, was diese ganze künstliche Intelligenz angeht. So. Hat Potenziale, aber hat auch extrem viele Gefahren. Deswegen schön Obacht, meine lieben Freunde. Den Lauf, den Nvidia genommen hat. Nvidia ist ein Unternehmen, was mit Grafikkarten mal gestartet ist, was jetzt im Bereich der künstlichen Intelligenz, vor allem im Bereich der Quantencomputer ganz vorne ist. Und Nvidia ist inzwischen das zweitwertvollste Unternehmen, hat inzwischen die 3-Billionen-Marke geknackt. Crazy. Nvidia in man, Alter. Muss ich mal vorstellen, im Jahr 2018 war Apple das erste Unternehmen, was mehr als 1 Billion wert war. Apple hat dann noch ganze 4 Jahre gebraucht. Und 1 Billion, sind es 100 Milliarden? 1000 Milliarden. In Englisch ist Bilden Milliarden. Was ist es in Deutsch? Wie viel ist 1 Billion? 1000 Milliarden. Okay, verstehe. 1 Billion zu knacken, 2 Jahre, um die 3 Billion zu knacken, ist aber jetzt von Nvidia überholt worden. Und Nvidia hat ja diesen Weltrekord aufgestellt. Am 20. Februar hat der Börsenwert von Nvidia um 277 Milliarden an einem Tag zugenommen.
Bruder, what the fuck? 277 Milliarden an einem Tag. Was war an dem Tag? Das ist der Börsenwert von Coca-Cola. Coca-Cola hat dafür 140 Jahre gebraucht. Vergleich das mal miteinander, wie crazy. Hast ein Unternehmen für 140 Jahre aufgebaut und ein Unternehmen macht das an einem Tag, steigert das Unternehmen seinen Börsenwert um den gleichen Wert wie du in so vielen Jahren, Digga, weißt du? Krass. Unglaublich. In welcher unvorstellbaren Rasanz das Ganze vorangetrieben wird. Und meine letzten Meldungen, die ich da habe aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, die sind auch nicht gerade entwarnend, aber also da gibt es ein Unternehmen, Quantinuum heißt das. Das wird von JP Morgan gesponsert. Also JP Morgan ist der Hauptinvestor in das Ganze. Die haben gerade eine 500 Millionen eingesammelt. Das ist ein Startup mit relativ wenigen Leuten, die da arbeiten, aber ganz hochspezialisierten Fachleuten. Also ungefähr 350 hochspezialisierte Fachleute arbeiten da. Und die haben gerade zwei Durchbrüche geschafft. Das erste ist so, dass diese Quantencomputer bisher wohl nur bei ganz niedrigen Temperaturen arbeiten konnten. Also beim absoluten Nullpunkt. Ich glaube, das ist 273 Grad minus. Die haben es jetzt geschafft, irgendwie der Quantencomputer herzustellen, die tatsächlich auch bei Zimmertemperaturen funktionieren. Und die haben es geschafft, den unglaublichen Energiebedarf dieser Quantencomputer um das 30.000-fache zu reduzieren. Also das sind zwei Durchbrüche. Was kann man mit diesen Quantencomputern denn alles machen? Die sind fast, 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 ne? Kannst du nicht mit normalen Computern vergleichen, oder? Die sind so gigantisch, dass man da also befürchten muss, dass diese Quantencomputer ganz schnell mit ins Spiel kommen. Und Quantencomputer sind gegenüber herkömmlichen Computern, also das ist ein Verhältnis von, ich weiß nicht, 100.000 oder 1 Million zu 1, was die schaffen können. Boah. Interessant ist, dass die auch die gesamte Sicherheit im Internet bedrohen. Und zwar wird dann keine Blockchain mehr sicher sein. Die werden in der Lage sein, alles das, was bisher als sicher galt, zu entschlüsseln. Wow. Also da stehen wir auch an einem Frankenstein-Moment. Da stehen wir an einem Moment, wo sämtliche Sicherheitscodes der Vergangenheit dann ihre Bedrohung. Wir müssen früher oder später zurück ins Real Life, meine lieben Freunde. Wir müssen früher oder später, der einzige Weg raus ist in sich selbst und in die Natur. Das ist meine Meinung. Weil früher oder später bist du nirgendwo mehr safe, Alter. Alles, was mit Internet zu tun hat, alles, was mit digital und so zu tun hat, ist dann quasi alles, aber nicht mehr safe, weißt du? Verlieren werden, wo also auch nichts mehr privat bleiben wird, was uns bisher als privat... Schön irgendwo eigenes Land holen, meine lieben Freunde. Schöne Community aufbauen ist mein Traum. Ein Haus schön, also am besten eine ganze Community mit mehreren Familien, mit mehreren Häusern, wo wir uns selbst versorgen, weißt du? Selber Obst, Gemüse anpflanzen, selbst die gucken, dass wir uns irgendwie selbst versorgen einfach, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem System. Das wäre mein Traum. Wurde. Also die ganze Tokenisierung zum Beispiel, die wird dann sofort durchsichtig sein können. Mit dem ganzen Shit eigentlich nichts mehr zu tun haben, sage ich dir ehrlich. Also das wird eine Umwälzung sein, gerade im Bereich der Digitalität, die wir uns so bisher niemals hätten vorstellen können. Ja, es ist unglaublich, vor allem auch, wenn man das Thema KI auf andere Lebensbereiche mitbringt, wie zum Beispiel das Thema Wahlen. Wir hatten es ja jetzt bei den Europawahlen davon, wir haben ChatGPT auch mal den Wahlomat machen lassen. Und das Ergebnis kann man sich hier anschauen. Und da sieht man eben, dass die Grünen ganz oben stehen und die blaue Partei, die jetzt dann doch auf als zweitstärkste Kraft angetreten ist, dass die eben ganz unten war. Klaus Schwab sagte ja selbst auch an einem World Economic Forum, an so einem Speaker-Panel in einem Interview, das können wir auch gleich mal zeigen, dass es ja gar keine Wahlen mehr gibt. Hat der GPT wahrscheinlich aufgrund des Wahlprogrammes dann irgendwie und dann Zukunftsprognosen aufgestellt und was so für die Menschheit am besten wäre im Endeffekt. Was man dabei sagen muss, ist, dass die Wahlprogramme halt auch 99% einfach gelogen sind von allen Parteien. Deswegen, das hat keine Aussagekraft, wenn ChatGPT da irgendeine Partei hat. Weißt du? Müsste. Deine Meinung zu dem Erfolg der AfD war klar. Habe ich kommen sehen. Habe ich ja schon gesagt. Ich glaube auch, die AfD wird früher oder später den Bundeskanzler stellen, weil die Deutschen das so möchten. Und das ist auch okay so. Und dann werden wir sehen, was dann passiert. Wenn die KI sowieso predicten, also voraussagen kann, wer gewählt wird. Also am besten können wir die Wahlen eigentlich gleich abschaffen und die KI ersetzen. Ich lass mal ganz kurz den kleinen Trailer hier einblenden, damit ihr euch das selbst anschauen könnt. The next step could be... Oh nee, jetzt schon wieder Klaus Schwab am Englisch reden. Ey, der verfolgt mich mit seinem Englisch. To go into prescriptive.
a mode, which means you do not even have to have elections anymore, because you can already predict what predict, and afterwards you can say, why do we need elections? Ja, Ernst, was sagst du? Ja. Also wenn Klaus Schwab, also wenn er selbst auf seinem eigenen Forum sagt, wir brauchen keine Wahlen mehr, die KI wird das Ganze übernehmen. Jetzt hat es ja in dem Fall nicht so gut funktioniert. ChatGPT hat aber scheinbar auch eine sehr woke Ausrichtung, wenn man sich eben anschaut, dass hier wohl eine gewisse politische Gesinnung mitgegeben wurde. Man kennt es vielleicht auch, wenn man mit ChatGPT kommuniziert und gewisse Fragen stellt, dass da gewisse geframte Antworten kommen. Also will man die Menschen... Direkt die Frage im Chat, Leon, kann man einfach nach Mexiko auswandern? Ja. Also eigentlich schon. Du musst halt gucken wegen Visa. Du hast als Deutscher automatisch 6 Monate Visum. Und so, was ich mache, ist alle halbe Jahr gönne ich mir einen Urlaub in Miami. Bis jetzt habe ich das immer in Miami gemacht. 3, 4, 5 Tage auf entspannt baumeln lassen und dann kommst du wieder zurück, dann hast du wieder ein halbes Jahr. Kannst aber auch für, sag mal so, um die 2000 Euro musst du in die Hand nehmen, dann kannst du quasi einen Anwalt bezahlen, der dir 4 Jahre Residence an den Start fährt, und nach den 4 Jahren ist es normalerweise so, dass du Permanent Residency bekommst. Dann musst du nicht mehr jedes halbe Jahr rausgehen und kannst auch ein Bankkonto aufmachen etc. pp. Das ist auch das, was ich als nächstes machen werde. Aber es ist sehr, sehr easy, als Deutscher hierher zu kommen. Auch so ein Stück weit subtil manipulieren und beeinflussen und uns klar machen, dass man die Wahlen am besten gar nicht mehr braucht? Ja, auf jeden Fall. Also die KI... Die Wahl ist eh unnötig. Wenn die Wahl was verändern würde, dann würdest du nicht wählen dürfen als Bürger. Wahl ist fucking, dass du das Gefühl hast, dass du was verändern kannst. Das ist das Einzige. Die Vibes zählen da. Das Gefühl im Volk, dass wir, ja, wir können was wählen und dann, geil, unsere Stimme ist was wert und so, bla bla bla. Ist nicht, meiner Meinung nach, ist nicht. Auch schon ganz stark eingesetzt. Also du merkst es, ich merke es. Und gibt viele Länder, die dich gerne aufnehmen. Ja, sehr viele. Das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr, weil diese KI wird natürlich von irgendwelchen Leuten programmiert werden und die haben nicht das Wohl der gesamten Menschheit im Sinn, sondern die haben ihre eigenen Interessen im Sinn. Und die eigenen Interessen, das sind möglichst viel Geld und möglichst viel Macht zu generieren und dieses Vermögen und diese Macht dann auch noch weiter auszuweiten. Und das heißt, wir stehen wirklich alle im Moment mehr oder weniger unter Kontrolle von den Magnificent Seven. Das sind die großen Magnificent Seven. 7 Unternehmen im Silicon Valley. Das sind Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla. Und auf der anderen Seite sind es die großen Vermögensverwalter. Das sind BlackRock, Vanguard. Wie heißen die anderen noch? Vanguard und BlackRock an der Spitze. Dann gefolgt von State Street und Fidelity. State Street, genau. Diese Unternehmen haben uns alle im Moment mehr oder weniger in der Hand, weil die ganze digitale Sphäre und auch die ganze Finanzsphäre total beherrschen. Da sollten wir uns wirklich nichts vormachen. Also ich hoffe nur, dass genau das passiert, was in der Geschichte immer wieder passiert ist. Dann, wenn nämlich zu viel Macht in zu wenigen Händen sich konzentriert hat, ist diese Macht dann irgendwann zerfallen. Und ich zu viel Macht in zu wenigen Händen, das ist so die Welt, in der wir leben, meiner Meinung nach so. Kann nicht sein, dass eine kleine Gruppe von Menschen eine große Gruppe der Menschen beeinflusst bzw. regiert und steuert quasi. So, weißt du, wie ich meine? Das funktioniert nicht. Das ist nicht menschlich. Das wird immer unwürdig sein, menschenunwürdig sein. So. Ich bin der Meinung, dass wir in Communities eigentlich am besten leben könnten, wo wir in Communities Menschen haben, die vielleicht Entscheidungen treffen, wo die Community diesen Menschen diese Entscheidungsfindung oder diese Entscheidungstreffung auch anvertraut, weil man den persönlich kennt und der als Leader geboren ist. Und ich glaube, es gibt Menschen, die als Leader geboren sind und die aus dem Herzen mit in Verbindung mit Gott richtige Entscheidungen auch für andere Menschen treffen können. So. Aber die sind ganz weit weg von den Regierungen, von Parteien, von Politik, von diesen ganzen WEFs und so. Die sind da alle gar nicht. Und so. Weißt du, was ich meine? Das sind Menschen, die sich auch nicht auf Krampf irgendwie Macht aneignen wollen, sondern einfach versuchen, gute Menschen zu sein. So. Weißt du? Das sollten eigentlich die sein, die Leader sind und Entscheidungen treffen. Auch wenn die tatsächlich da so weitermachen, wie ich mir das vorstelle, dass die dann in 1,5 Jahren mit dem universellen Grundeinkommen aufwarten, dass dann dieses System sich von innen her selber zerlegen wird, weil nämlich dieses Grundeinkommen auf der Modern Monetary Theory basiert. Und die Modern Monetary Theory ist nichts anderes als ein ideologisches Framing von Leuten, die von Geld überhaupt keine Ahnung haben. Also als Geld wird das auf Dauer nicht funktionieren. Das wird uns
alle sofort in eine Inflation führen, die in eine Hyperinflation übergehen wird. Und dieses Geldsystem wird sich selbst zerlegen. Und was dann passiert, weiß keiner. Ich glaube, dass die Leute dann irgendwann begreifen werden, dass die KI es nicht gut mit ihnen meint, solange die KI eben von einigen wenigen Leuten beherrscht wird. Die KI im Interesse von uns anderen, uns allen, könnte natürlich sehr helfen. Wir wissen ja. Wie bei vielen Sachen, ne? Wie bei vielen Sachen so. Wir könnten eigentlich die technische Entwicklung und generelle Entwicklung, die wir als Menschen machen, immer auch in zwei Richtungen. Es kommt immer darauf an, wer kontrolliert diese neuen Entwicklungen und neuen Technologien etc. pp. Wer hat das maßgeblich in der Hand? So, wer hat den Großteil von der Entwicklung? Wer steuert das so? Und wenn das, wie ich vorhin gesagt habe, Lieder wären, die ein gutes Herz haben und die Menschlichkeit und Liebe an erster Stelle stellen, dann könnten diese ganzen Sachen halt auch wirklich dafür sorgen, dass wir als gesamte Menschheit freier, glücklicher und zufriedener sind. So. Aber diese Tools und diese technologische Entwicklung wird dafür genutzt, um die Macht derer, wenige, die die Macht über uns haben quasi, noch auszubauen, so, weißt du? Um noch mehr Macht für die Eliten zu bekommen und noch weniger Macht für den einzelnen Bürger. So. Dafür wird das immer alles ausgenutzt. Und das ist halt, ja, das ist halt das Dilemma. So, man könnte diese ganzen Sachen auch positiv nutzen. Die KI auch im Bereich der Medizin inzwischen tolle Fortschritte gemacht hat. Genau. Aber leider muss man sagen, im Moment ist das ganze Projekt in den Händen von sehr, sehr wenigen Menschen, die leider nichts Gutes mit uns allen vorhaben. Das müsste grundlegend geändert werden. Also wir müssen andere soziale und politische Verhältnisse haben. Dafür müssen wir kämpfen. Ist so, Digga. Ich finde das auch so krass, dass das nicht jedem mal bewusst wird, dass die einzige Lösung ist es, wieder die Menschen zurück ins Herz zu bekommen, wieder vernünftige, liebende, menschliche Menschen zu kreieren und vor allen Dingen auch diese Menschen dann in Positionen einzusetzen, wo die Entscheidungen treffen können. So. Ich sehe in der Welt, dass wir alle einfach viel zu unmenschlich geworden sind. So. Auch schon im Kleinen, wie wir uns gegenseitig behandeln, wie wir miteinander umgehen, was für Kommentare wir bei Instagram schreiben oder bei YouTube. Da ist so viel Hass, so viel negative Energie und so viel Unmenschlichkeit. Ist normal, dass sich das dann auch äußert in allen anderen Lebensbereichen so. Und der beste Weg, um die Welt zu verändern in die Richtung, ist, sich erstmal selbst in die Richtung zu verändern. Veränderst du dich, veränderst du die Welt. Und das sind Fakten, weil wir hängen alle miteinander zusammen. Gott ist in uns allen. Wir alle zusammen ergeben Gott mit der Natur, mit den Tieren, mit allem, was lebt so. Und wenn du anfängst, mehr zu lieben und andere Menschen besser zu behandeln und das zu sein, was du dir wünschst in der Welt, dann wird sich auch die Welt verändern und immer mehr Menschen werden sich genau in die Richtung verändern und das ist der einzige Weg raus. Solange wir so viele unmenschliche Menschen in der Menschheit haben, solange wird es auch in diese negative Richtung reingehen. Ja, dafür lohnt es sich auch zu kämpfen. Wir hatten ja im Februar ein ganz großes Webinar mit 50.000 Menschen, die sich registriert hatten und dennoch ist es immer nur die Spitze des Eisbergs, also die kleine, ich nenne sie fast mal, die Bildungselite in Deutschland, die sich selbst diese Informationen zusammensuchen muss. Man trifft sich dann in Davos jährlich und auch zwischenjährlich, haben wir mittlerweile erfahren, ja, auf einem Treffen in einem kleinen Bergdorf, das abgeschirmt ist, wo sich eben nur die reichsten und die elitärsten Menschen der Welt treffen, die Politiker, aber auch die Chefs der Großkonzerne und der Medien und diskutieren, wie dann unsere Zukunft aussieht. Und da gab es einige Punkte, Ernst, die wir bereits angesprochen hatten, wie beispielsweise die Zensur, wenn man es mal so ansprechen darf, also die Kontrolle der Desinformation. Und wenn wir sehen, du hast es gerade angesprochen, was KI... Einer sagt, was willst du machen gegen Egoismus? Selbst nicht mehr so egoistisch zu sein. Wenn du viel Egoismus in der Welt siehst, Menschen muss bewusst werden, dass das der erste Schritt immer sein muss, den da zu machen. Pack dir erstmal an deine eigene Nase, reflektier mal dich und dein Leben und guck mal, wo du überall egoistisch gehandelt hast im letzten Jahr, sagen wir mal einfach so. Und du wirst einige Situationen sehen. Dann versuch das zu verändern und im nächsten Jahr nicht mehr zu machen. Versuch dich nicht mehr von deinem Ego ruhen zu lassen, sondern versuch aus der Liebe zu handeln und nicht mehr so egoistisch zu sein. Dann hast du was verändert, Digga. So. Ganz einfach, das ist der erste Weg. Und wenn du das machst, dann beeinflusst du andere Menschen damit. Die sehen das bei dir, die tendieren vielleicht dann auch in die Richtung. Und so ist es ein Schneeballeffekt, Digga. Könnte man ja an dieses Thema bereits einen Haken machen. Also man hat diese Hoheit gewonnen und die Plattformen müssen diesen großen Giganten wie der EU folgen. Ansonsten drohen hohe Strafen.
Gleichzeitig schwärmen Politiker und aber auch Macher des WEF von dem chinesischen Modell. Dort gibt es mittlerweile schon sehr viele Städte, die bereits digitale Zentralbankwährungen nutzen. Bei uns wäre es dann der sogenannte digitale Euro, der sagt vielleicht den Leuten eher was. Wenn all diese Dinge, wie besprochen, nach und nach eintreten, was ist dann der große Plan? Ja, genau. Der Plan im Hintergrund ist eben die absolute und totale Kontrolle. Und da muss man sagen, das hat natürlich auch einen positiven Aspekt. Also man muss jetzt zu diesen ganzen Maßnahmen greifen, weil einem diese Kontrolle offensichtlich im Moment entgleitet. Also bisher hat es noch keine Diktatur gegeben unter guten sozialen Umständen. Also Diktaturen entstehen immer dann, wenn die Elite große Schwierigkeiten hat, die Macht in Händen zu halten. Und dass dieses allumfassende Entdemokratisierungsprogramm im Moment läuft, zeigt, dass die Elite in ganz großen Schwierigkeiten ist. Also wir sehen ja im Moment auch, dass einige Leute sich verabschieden aus der digitalen Sphäre. Es wird zum Beispiel, es wird jetzt teilweise wieder auf die Printmedien zurückgegriffen, weil die Printmedien kann man nicht so kontrollieren wie diese anderen Medien. Und ich sehe da auch, dass irgendwann die Leute einfach sagen werden, weißt du was, diese ganzen kontrollierten Medien, die interessieren mich nicht, da gucke ich mal lieber, was bei mir im Briefkasten liegt. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann in Ja, safe. Ich hoffe, wir kommen dann irgendwann am Ende des Tages wieder dahin, dass wir uns treffen einfach und miteinander reden. Menschen. So. Dass wir nicht mehr irgendeine Scheiße konsumieren den ganzen Tag, sondern dass wir uns treffen, Digga. Vielleicht lesen wir uns mal ein Buch durch auf gemütlich, weißt du, von irgendjemandem, der wirklich krasses Wissen in irgendeinem Bereich hat. Oder wir treffen uns mal wieder, weißt du? Gehen mal raus, sitzen mal in einer Gruppe, Digga. 10 Jungs oder auch 10 Mädels oder gemischt, mir egal. Setzen uns hin und fangen an zu reden. Fangen an, Informationen, Erkenntnisse vom Leben auszutauschen. So. Muss man überlegen, früher die Griechen und so, weißt du, wie ich meine, die haben, wie die gechillt haben. So. Die haben sich hingesetzt, die haben eine Runde gemacht, dann haben die angefangen zu philosophieren. Dann hat der eine gesagt, ey, guck mal, krass, so sind Erfindungen entstanden. So. Guck mal, ich könnte irgendwas machen, so wie eine Parabel mäßig und es könnte dann schwimmen auf Wasser und so. Krass, ne? Ja, das ist crazy, Digga. Lass mal was bauen, lass es mal ausprobieren. So, mal wieder zurückkommen. Zukunft zu einem großen Umdenken kommt. Wie draußen, sagt er. Draußen, Digga, in der Natur, Bro. Die große Begeisterung für China, die liegt eben daran, dass China aufgrund der Übernahme der maoistischen, zentralistischen Strukturen ganz andere Möglichkeiten hat, seine Bevölkerung zu drangsalieren. Aber auch aus China sehe ich sehr positive Anzeichen. Und zwar hat die chinesische Regierung gerade wieder mit neuen Lotterien begonnen. Und das zeigt mir, dass man die Leute da tatsächlich bisher auch noch nicht so richtig in dieses neue CBDC-System integriert hat. Man macht zwar mit der Wholesale-CBDC groß weiter, also da laufen zwischen China und auch Russland inzwischen Großversuche, aber diese Retail-CBDC, die den einzelnen Bürgern betrifft, die scheint nicht recht voranzukommen. Also mich erinnert das Ganze ein bisschen an die Impfkampagne bei uns, wo den Leuten dann plötzlich Bratwürste versprochen wurden. Also das hat ja gezeigt, dass diese Kampagne damals in Schwierigkeiten geraten ist. Und deswegen muss ich sagen, also die chinesische Führung scheint da im Moment auch ein bisschen auf Widerstand zu stoßen bei der eigenen Bevölkerung. Und ich glaube auch, dass der normale Mensch bis zu einem gewissen Punkt mitmacht, aber nur bis zu dem Punkt, wo er plötzlich dann merkt, dass ihm Fesseln angelegt werden. Und das so, jeder, der das merkt, der bricht aus und kommt zu uns rüber in den Kampf. Hundertprozentig. Weil wir Menschen eigentlich mit Freiheit geboren wurden, so, weißt du? Freiheit ist eine der größten Sachen für uns, dass wir freie Entscheidungen treffen können, dass keiner uns kontrolliert, dass wir entscheiden, was wir tun, was wir nicht tun, dass uns keiner vorgibt, was wir sagen, denken, machen, tun dürfen. So. Und wenn die Leute das merken, ab dem Moment, wo die Leute das merken, hast du ja gemerkt, bei Corona sind einige Menschen aufgewacht, bei dem Krieg sind einige Menschen aufgewacht. Es werden immer mehr Dinge kommen, wo das Potenzial da ist, dass immer mehr Menschen sehen, wie wir gefickt werden. So. Und wenn die Menschen das sehen, dann fangen die an zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Und ich hoffe, irgendwann ist die kritische Masse erreicht. Ich gebe ihm recht. Menschen machen das nur so lange mit, solange sie es nicht merken. Solange die es nicht gecheckt haben. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn die es checken, dann sind wir eigentlich alle so, dass wir dann sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Die menschliche Natur ist einfach nicht so, dass die sich mit diesen Fesseln dann irgendwie zufrieden gibt, sondern die fängt dann an, diese Fesseln zu zerreißen. So, und das ist auch genau richtig so. Wann das passieren wird, unter welchen Bedingungen das passieren wird, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch sich freiwillig in eine Diktatur auf Dauer begeben wird. Und deswegen habe ich große Hoffnung für die Zukunft. Und das Gute. So, ich auch mal, Jutzda. Das ist nämlich auch eine super Quintessenz meiner Meinung nach, dass man da den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern man sagt, ey, das ist genau richtig so, wie es läuft. Nach dieser ganzen Scheiße werden wir mehr freiere Menschen haben denn je.
mehr Menschen, die ein Streben nach Liebe, Freiheit, Zusammenhalt und diesen ganzen Sachen haben, denn je. Deswegen, es läuft alles genau in die richtige Richtung rein. Es gibt Hoffnungsschimmer, wie es Ernst Wolf sagt, und es gibt auch Lösungen. Es gibt ganz konkrete Lösungen. Man muss sie halt kennen und man muss sie jetzt umsetzen. Ja? Und wenn er das nicht tut, dann wird es euch eben knallhart treffen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann kommt unbedingt am 25. Juni, hier ist der Link, in unser gemeinsames Webinar. Dort wird Ernst über die Lösungen sprechen. Der Bruder sagt nochmal, gibt momentan auch einen Switch in der Gesellschaft. Genau, das sehe ich nämlich auch. Und ich merke auch, wie immer mehr Leute immer mehr Interesse auch an deepen Sachen haben. So, weißt du, das ist für mich auch, da merke ich auch, okay, das ist ein Switch. Die Sachen, die heutzutage krass viral gehen und wo viele Leute sich für interessieren oder viel Liebe auch für haben, sind Leute, die eine diepe Message verbreiten auch. Weißt du, natürlich Entertainment, dummer Shit, Unterhaltung, Comedy und so ist auch nicht zu verteufeln, ist auch gut, fühlen Menschen auch immer noch, aber es gibt immer mehr Menschen, glaube ich, habe ich das Gefühl, die Bock haben, sich auch mit tiefen, deepen Sachen auseinanderzusetzen, so weißt du. Und es liegt auch daran, dass viele Leute heutzutage lost sind und viele Leute auch verstanden haben, wie wir gefickt werden und nach Lösungen suchen, so weißt du. Und dann halt, wenn Menschen anfangen, über tiefe Sachen zu reden, wie Gott, Spiritualität, Verbindung mit dir selber, gesund leben, dies, das, bla, dann hören mehr Leute zu mittlerweile, weißt du? Auch die Chance, ernst eure Fragen zu stellen in einer umfangreichen Fragerunde. Und wir werden natürlich auch mal einige Bilder zeichnen, die ihr vielleicht noch gar nicht so kommen seht, weil es eben hier nicht mehr möglich ist, auf diesen Plattformen euch diese Möglichkeiten zu zeigen. Also wer dabei sein will, sichert euch euren Platz. Dabei ist alles. Gespräch mit Ernst. Weil dabei ist alles. Die hier, Ernst, ich sag danke. Weil wir sind ja schon dabei. Dass du dabei warst. Ich fand, es war ein spannendes Gespräch und ich hoffe, dass dieses Video viele, viele Menschen erreicht. Ja. Gang. Hoffe ich auch. Vielen Dank, Dominik. Ernst, bester Mann, Digga. Lieber an Ernst auf jeden Fall an der Stelle. Gutes Video. Gutes Video. Schreibt eure Gedanken dazu unten auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet schön die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang.